Hallo oder auch Moin oder auch, was am besten passt, frohe Weihnachten bzw. frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ja, startet gleich der Talk, den ich mit Raldanasch aufgenommen habe. Wir haben fast 2 Stunden über die Crowdfundings geredet, die uns 2023 beschäftigt haben. Ist eine ganze Menge, war ein sehr schöner Talk, der ursprünglich in 1 hochgeladen werden sollte. Ich habe mich da dabei entschieden, ihn doch aufzuteilen, damit ihr jeden Feiertag was habt, worauf ihr euch freuen könnt. In dem Sinne, denkt dran, unten den kleinen Radbar in der Ecke rechts zu klicken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Der freut sich. Ich sage vielen Dank und wir blenden dann mal zum Interview über. Da werdet ihr auch dann nochmal begrüßt. Tschüss. Ja, hallo und moin aus dem Norden. Wenn ihr das hier dann seht, wenn es online geht, frohe Weihnachten. Genau, frohes Fest noch. Ja. Auch von der Insel. Genau. Wir haben uns nämlich überlegt, erstens glaube ich nicht, dass Heiligabend besonders viele Leute Zeit haben, sich einen Stream anzugucken, vermutlich. Und zum anderen als kleines Weihnachtsgeschenk machen wir jetzt quasi unseren Jahresabschluss-Talk. Und wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen über verschiedene Dinge reden, die wir nach einem Kriterium ausgewählt haben. Raldanasch, möchtest du das Kriterium erläutern? Ja, das ist so ein bisschen die Wunschliste sozusagen. Das sind die Dinge, die uns in dem Jahr jetzt bei Kickstarters, Crowdfundings, Game on Tabletop und was nicht ahns, irgendwo das Geld aus der Tasche gelockt haben. Sachen also, die mit Crowdfunding finanziert wurden dieses Jahr und zum Teil schon geliefert, zum Teil noch nicht geliefert sind. Also wie gesagt, die uns gefallen haben. Darauf geht es halt hinaus. Ne? Und Sachen, auf die wir uns dann freuen, dass wir sie nächstes Jahr vielleicht auch ins Regal stellen, vielleicht sogar spielen können, wer weiß. Genau. Und ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich glaube 15, 16 Produkte, ungefähr hälftig, wobei Raldanasch deutlich schon mal rausgefiltert hat. Also ich habe festgestellt, offensichtlich gebe ich nicht so viel Geld aus im Verhältnis, wie ich gedacht habe. Zumindest nicht, wenn ich mir Raldanasch Kickstarter angucke. Aber ich denke, wir fangen einfach mal an. Und zwar, es hieß ja eigentlich gerade, wir reden über Dinge, für die wir Geld ausgegeben haben und für Dinge, die aktuell sind. Das ist beim ersten tatsächlich beides nicht ganz richtig. Ach, nur sowas. Denn zum einen, es ist die Hexenkönigin-Trilogie für Splittermond, die Deluxe-Ausgabe, die mir, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder so zum Geburtstag geschenkt wurde und ich immer fleißig die Updates bekommen habe für diese ganze. Deswegen habe ich auch schon die PDF, die alle 3 Abenteuerbände umfasst. Ich habe die normalen Abenteuerbände als Druckwerk und hoffe dann, dass Anfang nächsten Jahres mal die Hexenkönigin-Kampagne komplett dann mir zur Verfügung steht. Ja, was kann man über die Hexenkönigin-Kampagne sagen? Man kann sagen, die 3 Abenteuer haben ungefähr 200 Seiten. Es ist die Deluxe-Ausgabe. Ich werde jetzt einfach mal nebenbei so ein bisschen scrollen. Tu das. Das wird, glaube ich, niemanden großartig spoilern. Es ist die Deluxe-Ausgabe und im Prinzip besteht das Ganze aus 3 Abenteuern. Einmal aus dem ersten Abenteuer, was überhaupt mal für Splittermond rausgekommen ist, nämlich der Fluch der Hexenkönigin. Und dann irgendwann, das Ganze schrie ja doch durchaus nach einer Fortsetzung, gab es halt 2 fortgesetzte Abenteuer, die der Uhrwerk Verlag dann noch einmal zusammengeworfen hat und jetzt als Deluxe-Ausgabe zum Drucker gebracht hat und ja vermutlich nicht mehr vor Weihnachten fertig gedruckt haben wird. Aber wir sind guter Dinge Anfang nächsten Jahres. Genau, das Ganze ist Fluch der Hexenkönigin, das Kind der Hexenkönigin und der Pakt der Hexenkönigin. Wobei Teil 1 gespielt werden kann, ohne großartig das Timing beachten zu müssen. Teil 2 und 3 ist da schon ein bisschen anders. Da musst du nämlich tatsächlich gucken.
dass die Dinger unmittelbar hintereinander spielen sollten. Ja, Splittermond, Raldanasch. Ich glaube, deine Berührungspunkte mit Splittermond waren bisher, glaube ich, 2, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht auch 3. Also ich habe 2-mal bei dir mitgespielt und habe ich noch mal auf einer Con oder so mitgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Einfach, um es auszuprobieren. Ja, also Splittermond ist mir noch relativ fremd, muss ich sagen. Ich habe es auch schon im Laden gesehen. Im Gandalf in Flensburg, wo ich immer mal wieder hingehe, wenn ich dann in Deutschland bin. Aber ja, gekauft habe ich mir davon noch nichts. Ja, also ich habe Splittermond ja 2014 angefangen. Ich habe Hexenkönigin auch schon mittlerweile 2-mal geleitet. Ich finde, das ist ein sehr schönes Abenteuer. Und wir spielen tatsächlich gerade in einer Online-Runde jetzt Teil 2, beziehungsweise, genau, das sollte man vielleicht kurz mal als noch erläutern, den Mehrwert des Ganzen, bevor wir dann zum nächsten übergehen. Der Mehrwert des Ganzen ist, das kann ich beurteilen, weil ich ja eben die Einzelabenteuer habe und irgendwann das Komplettabenteuer. Der Mehrwert ist, dass man ja diverse Seiten hat, die nochmal so Dinge erläutern, die vorher nicht ganz klar waren. Das, also vom bedeutet, Ablauf her, vom Hintergrund ja, her? Ja, du kannst also quasi Zwischenabenteuer einschieben, wo du sagen kannst, das ist ein offizielles Abenteuer, mach das doch. Wenn die Spieler nach Punkt B müssen, schieb doch das Abenteuer ein. Und damit wird die Kampagne noch mal länger, als sie sowieso schon ist. Und der zweite Unterschied ist der Farbdruck. Ich will jetzt hier nicht zu viel und zu lange irgendwas zeigen, aber im Gegensatz zu den ursprünglichen Dingern und der ursprünglichen Ausgabe ist das jetzt hier farbig. Es gibt auch noch Charakterporträts, es gibt noch Bodenpläne in farbig. Also man kann damit eine ganze Weile spielen. So, hier haben wir nochmal ein schönes Farbbild. Man kann damit eine ganze Weile spielen und hat eine schöne Kampagne, die wirklich Spaß macht, die auch die Spielgruppe vor teilweise schwierige Entscheidungen stellt. Und auch sich sehr splittermondmäßig anfühlt. Ja, das war so mein Blick in Splittermond. Wie viel Spielzeit ist denn in so einer Kampagne drin? Was meinst du? Also ich würde mal grob schätzen, dass wir an der Gesamtkampagne, also 1-3 mit nicht allen, aber einigen Zwischenabenteuern, bestimmt so auf die 60 bis 100 Stunden kommen. Ach. Doch. Also das dauert immer so. Also Erfahrungswerte bei mir sind, wenn man davon ausgeht, dass man jeden zweiten Mittwoch spielt für so 2-2,5 Stunden, dann brauche ich für ein Pathfinder-Abenteuerfahrt mit 6 Büchern, brauchen wir zwischen 3 und 4 Jahre. Und ich würde sagen, die Hexenkönigin wird sich wahrscheinlich so in 2 spielen, sofern meine SpielerInnen nicht irgendwie alle naselang krank sind, wie jetzt letzten Mittwoch, wo ich von tatsächlich dann 2 Stück über hatte, die noch hätten gekonnt und wir dann abgesagt haben. Geht mir ein bisschen ähnlich derzeit. Ja, die haben immer alle irgendwelche Seuchen. Genau, ja. Ansonsten möchte ich das Abenteuer eigentlich nicht sehr spoilen, sondern ich möchte einfach nur mal einen Einblick wählen. Und ich kann nur sagen, wenn ihr nicht mitgemacht habt, das Abenteuer noch nicht habt oder Bock auf Splittermond habt, mein Tipp, holt euch dann, wenn es raus ist, auf jeden Fall die Box, denn beziehungsweise das die Kampagne, weil der Mehrwert lohnt sich schon. Ist aber mir auch einfach, wie gesagt, ich kriege es irgendwann als Geburtstagsgeschenk. Aber gut, hast du noch, ich nehme nicht an, dass du Fragen hast bis hierhin. Ach, wie gesagt, ich stecke bei Splittermond wirklich nicht drin. Bei mir ist schon klar, dass dir das auf jeden Fall, dass dich das begeistert, sagen wir so. Dir macht das Spaß. Und Das ist ja das Wichtigste, ne? Ganz genau, man spielt das Rollenspielsystem, was man mag. Und ich muss sagen, ich mag Splittermond nach wie vor. Ich mag auch die Tickleiste. Ich habe da schon viele gegenteilige Meinungen gehört, aber ich finde, die Tickleiste ist neben keinem Initiativesystem immer noch das Initiativesystem, was ich am meisten mag. Die andere Variante, alle Spieler sind zuerst dran oder alle Spieler würfeln und sind danach dran, je nachdem, wie ihre Probe war, finde ich auch okay. Aber die Tickleiste ist halt schon. Also wir haben damit Dynamik im Kampf, weil die Leute wirklich ein bisschen gucken, wehre ich den Schlag ab? Nee, dann bin ich ja hinter dem dran, das wäre doof. Also lass ich mich lieber treffen und solche Dinge. Ja. Ich finde, treffen ist auch ein gutes Stichwort.
Ich habe jetzt einfach mal zur nächsten PDF übergeblendet. Ich muss gleich noch mal gucken, ob ich die irgendwie ein bisschen größer noch ins Bild rücken kann. Ja, ist das Blood and Doom, ja? Das ist Blood and Doom. Ich habe keine Ahnung, was ist Blood and Doom? Also, ich muss ein kleines bisschen zurückspulen. Ich habe ja eine Weile lang jetzt schon Conan gespielt. Wir haben ja auch schon Conan zusammen gespielt. Und dann kam eine, ja, sagen wir mal, eine etwas enttäuschende Nachricht von Modiphius. Sie sagten, sie haben die Lizenz jetzt demnächst nicht mehr und dass die zurückgeht an Monument Studios oder so. Und dann praktisch am nächsten Tag hat Modiphius diesen Kickstarter losgetreten, Blood and Doom. Wenn man das Cover sieht, das hast du vielleicht gerade da von dem Primer. Ja, das habe ich gerade da, genau. Dann kann man schon sehen, das sieht ziemlich nach Conan aus, ne? Ja, es hat diesen Conan-Vibe im nebenbei, ich mochte ja Conan. Ich finde ja auch sehr schade, dass es da keine deutsche Übersetzung geben wird. Ja. Jetzt sowieso nicht mehr, wo die Lizenz weg ist. Und dass man immer so ein bisschen mal der Meinung war, das wird sich nicht verkaufen. Also, weiß ich nicht. Jeder, der Conan kennt, denkt ob es die Bücher sind, ja, ob es die Bücher sind, ob es die Filme sind, die es da gibt, von mehr oder weniger guter Qualität. Die haben immerhin Arnold Schwarzenegger groß gemacht, der erste, das darf man nicht vergessen. Das war sein erster wirklich Erfolg. Ich glaube noch nicht mal in Hollywood, sondern in Italien, glaube ich, gedreht, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber ja, also ich mag ich mag Conan und ich mag auch, wie Conan funktioniert. Und sehr ähnlich funktioniert dieses Spiel. Das ist also ein Versuch, diese Welt einzufangen, diese heroischen Taten, die Barbaren, die Kulte. Es geht also hier vor allen Dingen um viele Kulte, die auch unterwegs sind. 12 Stück, die vorgestellt werden, so als Bösewichter und Fraktion. Mit dem man spielen kann. Aber das System ist kein 2D20-System, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern ein Dice-Pool-System mit W10. Wir haben ja kurz über Würfel geredet, ne? Oh ja, da kam dann auch Kommentar, dass D10 ja der hübscheste sei und solche Sachen. Es sind also hier dann wirklich ein Dice-Pool-System. 8 ist ein Erfolg, 9 ist ein Erfolg, 10 sind 2 Erfolge und damit kann man sich dann dadurch hacken. Wenn man mal ein bisschen so durch die PDF geht, hier zum Beispiel Seite 21 bin ich gerade, dann kann man die Artworks ganz gut sehen, also beim Primer, ne? Die haben mich begeistert, als ich das gesehen habe. Hier der Primer, der war gratis zu haben sogar, glaube ich. Von der Gestaltung fand ich den richtig gut. Es gibt sicherlich ein paar Sachen, auch die Welt ist sehr schön ausgearbeitet mit ganz unterschiedlichen Regionen und so weiter, macht viel Spaß, das zu lesen. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber steht auf jeden Fall auf meiner Liste, wenn Conan durch ist, dass ich das dann vielleicht mal ausprobieren möchte. Von den Regelmechaniken ist das auch ansprechend. Es gibt ein paar Sachen, die mir ein bisschen zu friemelig sind, so mit Rüstung, die beschädigt wird, Stück für Stück und so weiter. Aber insgesamt richtig klasse gemacht. Heroische Fantasy und sieht einfach nur noch gut aus. Sollte jetzt nächstes Jahr, Mitte, Ende nächsten Jahres, sollte das dann im Druck raus sein. Genau, aber man sollte noch erwähnen, es kommt natürlich auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand auf Deutsch machen wird. Ist mir zumindest keiner bekannt. Und ich finde auch, das Artwork ist cool. Ich habe gerade, welche Seite ist es denn? Seite 25 mit dem Artwork, er sieht ein bisschen aus wie ein Schamane mit seiner Fackel. Gerade dabei ist, irgendwelche ektoplasmischen Wesen, / Geister zu beschwören. Mhm. Ist schon cool. Macht was her. Ich bin sehr gespannt. Also ich melde mich hier freiwillig für eine Proberunde, wenn es dann mal soweit ist. Ja, also theoretisch, also die Primer sind da, aber demnächst sollen neue Primer rauskommen, im Januar wahrscheinlich, mit den aufgebohrten Regeln, die sie also nach viel Playtesting jetzt noch verfeinert haben. Und dann können wir das gerne mal machen. Wir haben ja auch was ich gerade gefunden habe, während ich hier noch so ein bisschen rumscrolle. Es gibt eine Erfolgswahrscheinlichkeitstabelle. Wie passend, nachdem wir gerade drüber gesprochen haben. Also wir stellen mal fest, wenn du 12 Würfel hast, ist die Wahrscheinlichkeit 99%, dass dein Wurf klappt. Ja, das aber nicht 100. Aber nicht 100. Das ist wie bei Coriolis. Du hast 97% bei 10 Würfeln. Aber ja, wie soll ich sagen, auch da wird es nicht 100%. Das stimmt. Aber ja, es klingt spannend. Mich wundert so ein bisschen, dass Modiphius da nicht sein Haussystem, weil das ist ja eigentlich das 2W20, genommen hat. Hm. Kennst du den Grund? Oder gibt es einen? Ich glaube, dass der das Spiel entworfen hat, schon so weit war mit den Mechaniken und dann zu Modiphius gegangen ist und gesagt hat, wie wäre es, wollt ihr mein Publisher sein? Das ist also nicht von Modiphius in-house entwickelt, sondern sie machen ja auch immer wieder mal, dass sie andere Spiele machen, so wie Legends of Avalon, das ich auch stehen habe zum Beispiel, und die dann rausbringen.
ohne dass sie auf die Regeln Einfluss genommen haben. Und ich glaube, es war auch so in etwa die Zeit, dass Modifius ihr Systems Reference Document vorgestellt haben, dass also andere Leute das 2D20-System einfach benutzen können. Mhm. Aber da war wahrscheinlich die Entwicklung dieses Spiels schon viel zu weit, um das noch wieder reinzubringen. Ja, das stimmt. Ich finde es auch sympathisch. Dice Pool-System finde ich gut. Und mit W10 hatte ich hier schon zwei Stück hier stehen. Finde ich auch interessant. Mit W10 gibt es ja so den Klassiker. Das sind ja die ganzen Vampire, Werwolf etc. Die haben ja auch ein W10-Pool-System. Ja. Aber ja, das stimmt. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr nett. Macht ja auch einen guten Eindruck. Letzte Frage. Bist du schon in die Welt eingestiegen? Ist die... Ein bisschen. Und ich fand sie sehr, also die Welt nennt sich Arthur oder Athyr oder Ather oder sowas. Ne? Also A-T-H-Y-R. Und die finde ich schon sehr, sehr schön. Also weil wir auch ganz unterschiedliche Länder haben oder Regionen, Subregionen, wo dann die angerissen werden, aber nicht in der Tiefe ausgearbeitet werden. Aber wenn man mal guckt dann beim Kickstarter, was da alles kommt, was die alles schreiben wollen, boah, also dieses kleine Grundregelwerk, das es damals gab, waren schon über 300 Seiten. Okay, und du meinst, regellastig, eher nicht regellastig? Was würdest du sagen? Es hat schon viel Taktik mit dabei. Mhm. Was mir gut gefällt, ist, dass sie das Zaubern etwas einfacher gemacht haben als bei Conan. Bei Conan sollen ja Magie recht, recht selten sein und gefährlich und so weiter, aber die Regeln sind auch ziemlich verquer. Und das haben sie auf jeden Fall hier ein bisschen vereinfacht. Das gefällt mir gut. Sehr gut. Gut, fällt dir noch was ein, was du zu Blood and Doom sagen? Ich freue mich drauf. Ja, wir sollen ja nicht zu lange über jedes System reden, sonst werden wir bis morgen nicht fertig. Ja, aber ich freue mich wirklich drauf. Das wird trotz all dem länger. Gut, dann würde ich vorschlagen, blenden wir einfach mal zum nächsten System. Blazing Dark. Was dieses Jahr als Vorbestelleraktion bei System Matters gestartet ist und was bereits auch ausgeliefert wurde. Ich habe das, ich habe das Buch Hardcover schon im Schrank stehen, 320 Seiten. So rein vom Setting her, es ist auf jeden Fall auch dunkel, es ist auch finster. Ähnlich wie Blood and Doom. Es ist aber, ja, es hat einen ganz anderen Anspruch. Es ist regelleicht, weil die Regeln sind halt einfach Erzählregeln. Du würfelst mit W6 Pool maximal 4. Und wenn du eine 4 oder 5 würfelst, einer der Würfel, wohlgemerkt, dann ist es ein Teilerfolg. Und wenn du eine 6 würfelst, ist es ein kompletter Erfolg. Man kriegt aber, wenn ich das Regelsystem richtig verstanden habe, sehr selten mehr als 3 Würfel. Du musst wirklich schon richtig gut sein, um den 4. Würfel noch in den Pool zu kriegen. Also nicht so wie Shadowrun. Nein, nicht so wie Shadowrun, genau. Und der Hintergrund erinnert mich stark tatsächlich an eine Buchreihe, die ich mal gelesen habe, wo ich jetzt wieder natürlich nicht auf den Namen komme, weil ich ja wie üblich nicht vorbereitet bin. Auf jeden Fall haben die dort ihre Magie ausgeübt, indem sie Metalle aufgenommen haben, die da auch verbraucht wurden. Und je wertiger die Metalle, desto mächtiger war die Magie, die sie damit wirken konnten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sogar von Brandon Sanderson war. Also wer es kennt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten erinnert das Ganze auch, ich habe es einem Freund zum Geburtstag geschenkt, der war sehr begeistert, weil ihn das an eines seiner Lieblingscomputerspiele erinnert, nämlich Thief. Also, die ganze Reihe, wer es kennt, man schleicht dort rum und in einer Stadt und man kriegt Sonderpunkte, wenn man es schafft, ohne Kampf irgendwelche Missionen zu erfüllen, sondern nur mit Schleichen, Ausweichen und Ähnlichem. Was insgesamt damals, ich glaube 99 müsste das erste rausgekommen sein, ein ganz revolutionäres Konzept war. Mhm. Hast du mal Thief gespielt? Nee, Thief habe ich nie gespielt. Ich glaube, ich habe mal eins angefangen und es irgendwann dann genervt sein lassen, weil ich dachte, boah, das ist ja sehr frickelig. Aber es war schon cool von der Atmosphäre her. Mhm. Und genau, das Ganze, vielleicht noch der Hintergrund ganz kurz und noch ein, zwei Bilder, während ich nebenbei hier so ein bisschen blättere. Der Hintergrund ist halt eine Stadt, die von einem Nebel umgeben ist, der tödlich ist, wenn du dich da reinbegibst. Das heißt, man kann da nicht raus. Und man versucht als Bande einen bestimmten Bezirk zu erobern, um
ja, letztendlich dann aufzusteigen. Und die Charaktere können halt auch Schäden erleiden und es kann dir passieren, dass du irgendwann nicht mehr in der Lage bist, den Charakter zu spielen, weil er halt ein massives Trauma erlitten hat und man sich dann einen neuen Charakter bauen muss. Sehr dunkel, sehr steampunkig und ja, ein sehr spannendes Setting, wie ich finde. Ich habe es bisher noch nicht geleitet. Ich hoffe mal, dass ich nächstes Jahr dazu komme. Aber da müsste ich dann erstmal gucken, wer das überhaupt spielen will und wie so und so weiter. Mal sehen. Also Blades in the Dark auf jeden Fall von der Aufmachung her, auch wenn es tatsächlich nur in Anführungsstrichen Schwarz-Weiß-Druck ist, cool gemacht. Ich mag die Idee, ich mag den Hintergrund. Sehr schön. Da höre ich auch immer gute Sachen drüber. Also die Leute sind immer ganz begeistert von dem Spiel. Genau. Ja, es ist genau. Hatte ich auch vielleicht gesagt, ist auf Deutsch. Genau, das sollten wir vielleicht immer noch mal explizit erwähnen, weil wir ja auch diverse haben, die es nur auf Englisch gibt. Aber ist auf Deutsch ist ein gutes Stichwort. Ich würde... Hast du noch Fragen? Nee. Dann blende ich jetzt einfach mal zum nächsten auf unserer Liste über. Das musst du mit H anfangen. Fängt mit H an und hört mit Echsen auf. Genau, ich wollte jetzt gerade die Spannung steigern. Ich blende jetzt über. Bitte. So, ja, ich kann deinen Bildschirm nicht so gut sehen oder überhaupt nicht sehen. Deswegen ist Timing ein bisschen schwierig. Grundregeln der Jagd. Du darfst. Ja, Grundregeln der Jagd. Also, dieses Jahr oder ich glaube, es war Ende des letzten Jahres, kam dann ja der Ansatz, dass Ulysses sagte: Okay, wir haben bei Hexen jetzt eine Welle nach der anderen Crowdfunding rausgehauen und jedes Mal haben wir neue Regelmechaniken drin gehabt. Es wird alles ein bisschen unübersichtlich. Und deswegen, außerdem haben wir jetzt so viel Erfahrung mit den Regeln, dass wir sagen, wir können die ein bisschen vereinfachen. Und sie haben dann also sich hingesetzt und eine zweite Edition von Hexen geschrieben, Hexen 2. Und die kam raus. Und sie haben übrigens auch eine Savage World Version von Hexen unterwegs. Na, das weißt du vielleicht. Du bist ja Savage World Fan. Ich habe es zumindest mal gesehen. Ich glaube, es gibt sie sogar schon, aber ich habe sie mir bisher noch nicht zugelegt. Savage Hexen heißt sie, glaube ich. Ja. Und ein bisschen später kam noch der andere Kickstarter, den packe ich einfach mal mit rein, oder den anderen Game on Tabletop. Und das sind die britischen Inseln. Zu Hexen. Hexen finde ich auch von der Anmutung her gar nicht so unterschiedlich zu Conan. Es sind viele Sachen drin, die versuchen das, also sie nennen das immer cinematisch, nicht cineastisch, cinematisches Rollenspiel. Also dass viele Sachen, die sie sonst nerven oder so frickelig sind, dass sie die rausnehmen. Und also solche Sachen wie Bewegungsmessen, Bewegungsweiten und so weiter braucht man alles nicht. Entweder man ist direkt im Kontakt an jemanden oder man ist nicht, mehr muss man nicht wissen. Solche Sachen sind also da drin. Die Vereinfachungen sehen auch ganz gut aus. Ich habe die zweite Edition noch nicht ganz durchgekaut und auch noch nicht geleitet. Werde ich aber auch mal machen. Vielleicht sogar auf Englisch eine Runde. Mit einem Kumpel aus Kanada, der da ganz versessen drauf ist. Und ja, die britischen Inseln sind natürlich sowieso von besonderem Belang für mich. Ne? Die waren vorher mit Hexen immer hier hinter dem Nebelmeer. Man weiß nicht, dass irgendwas ist da in der Nordsee, schwappt da rum. Also man kann jetzt nicht mehr rüber. Keiner hat eine Ahnung, was da drüben in England passiert ist. Und jetzt haben sie sich also endlich dazu aufgerafft, das mal zu beschreiben mit Feenreichen und Elfenreichen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du die Kickstarter-Seite sonst aufmachst für den britische Inseln von Hexen. Ich versuche das mal parallel, rede erstmal weiter, bitte. Game on Tabletop ist das, ja. Also Hexen, ganz tolles System. Ein bisschen schwierig manchmal, weil es hier also nicht darum geht, ach, Hexen sind ja eigentlich alle nette Leute und sie sind nur missverstanden, sondern hier gibt es wirklich einen klaren Unterschied zwischen Gut und Böse. Ja, auch die normalen Menschen können sicherlich böse sein, aber es gibt einen recht klaren Unterschied. Und das ist jetzt nicht für jeden das, was er gerade sucht in einem Spiel, aber ich finde es richtig gut gemacht. Vor allen Dingen, weil viele historische Quellen eingebaut werden, mit rein drin sind. Und das begeistert mich sowieso immer. Ne? Stadtansichten bis hin zu Baronien und so weiter. Achso, bevor ich jetzt auf die Kickstarter-Seite gehe, vielleicht noch kurz, ich habe nur mal ein bisschen reingescrollt. Ja. Ich bin jetzt auf Seite 3 in dem Regelwerk gelandet und muss sagen, das Artwork ist ja schon nett, ne? Also jene Dame mit dem weißen Kleid, mit ein bisschen roten Blutamplikationen und einer Bibel und einem Schwert, ist schon cool. Wahrscheinlich eine Marianne-Schwester. Genau, ich habe ja auch mal Hexen gespielt. Mein größtes Problem bei Hexen, muss ich ehrlich gestehen, waren tatsächlich die Würfel. Einfach, wenn man Brillenträger ist und es ist schummrig. Ich mag die Würfel. Ich verstehe das auch, dass man die cool findet. Aber es ist so lästig, wenn du da keine helle Beleuchtung hast, die zu erkennen. Ja, da hast du recht. Es gibt jetzt ja frische Würfel, die leichter abzulesen sind. Ich habe mir auch mal zugelegt, so einen ganzen Beutel voll mit Blankowürfeln.
Okay. Die gibt es ganz billig. Und dann ein Stift, ne? Einen weißen, einen schwarzen, einen goldenen, einen silbernen, mit dem man da drauf schreiben kann. Und dann hast du deine eigenen hausgemachten Würfel. Kann man viel besser lesen. Und es so, ist sagenhaft billig, solche Sachen. Ne? Okay, ja gut, stimmt. Das ist natürlich, das ist überhaupt eine Idee. Also selber anmalen, dann mit irgendeinem wasserfesten Stift. Das stimmt. W6, W6 sind einfach zu bekommen. Ne? Ja. Übrigens auch ein gut. Tipp, falls man kein Geld in die Hand nehmen möchte für die schönen verbotenen Landewürfel oder sie nicht kriegen kann oder so, geht genauso da. Dann hat man in unterschiedlichen drei Farben und malt drauf rum. Super. Ja, das heißt, man könnte sich sogar Corioliswürfel kaufen. Und dann hast du ja ganz wenig Arbeit mit. Dann machst du genau auf einem Würfel jeweils ein X. Auf einer Seite, ja. Dann bist du durch damit. Und dann vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, schwarze Würfel mit weißem X. Cool. Ja, britische Inseln. Ich habe das Crowdfunding mal eben eingeblendet. Nebenbei, was ich auch über Hexen weiß, das ist ja tatsächlich ein deutsches System. Ja. Das wurde tatsächlich von Mirko Bader heißt er. Richtig, der Hexmeister. Genau, und der hat auch wohl eine ganze Weile versucht, es zu vermarkten. Und es ist wohl eines der Dinger, die bei Ulysses wirklich gut laufen und die sind richtig sehr eingeschlagen. Und wenn jemand neugierig ist auf das System, also Ulysses hat dazu wunderbare Actual Plays gemacht. Machen richtig Laune. Da kann man merken, wie die sich da richtig reinkienen und so. Also kann man gut auf YouTube gucken. Würde ich empfehlen, falls ihr euch interessiert. Aber das mit den britischen Inseln, das haben sie natürlich noch nicht so viel gemacht. Aber es gibt auch ein Karibik-Setting. Ja, es gibt ein östliches Mittelmeer-Setting, Mare Monstrum. Es gibt natürlich unterschiedliche Kampagnenbande in Deutschland, die in unterschiedlichen Ecken stehen. Auch sehr interessant, in Tübingen wohnen die Werwölfe. Unter Wölfen gibt es also auch ein Kampagnenband dazu. Und die Untoten Marschen, das ist dann da, wo du so wohnst. Solche Sachen, da gibt es unheimlich viel zu. Man kann sich aber echt verlieren in den Büchern. Deswegen fand ich es auch gut, dass sie die zweite Edition haben. Ja, also, was ich gehört habe, also ich habe es ja aktuell lange nicht gespielt, nur einmal am Anfang. Was ich gehört habe, du kannst wohl mit Hexen tatsächlich auch sehr gut Rollenspiel betreiben, weil du halt sehr viele Sachen eben auch eben ausspielen kannst. Und das System nicht so wie die Einführungsabenteuer sich darauf fokussiert, wir machen hier einfach einen Kampf. Das ist zwar am Ende eigentlich immer vorgesehen, dass du am Ende mal so einen Bosskampf hast. Ja. Aber du kannst halt, ich habe es mir nur sagen lassen, du kannst halt wirklich diverse Sachen anders machen und musst dich nicht rein auf den Kampf festlegen. Ja, man kann unheimlich viel damit machen und vor allen Dingen, wenn man dann ja auch die dunklen Seiten seines eigenen Charakters ein bisschen mit ausspielen kann oder möchte, dann macht das auch viel Spaß. Ne? Wir wollen nicht die ganze Zeit über Hexen reden, aber mir hat es auch beim Leiten damals Spaß gemacht, das ist auch schon wieder vor... anderthalb Jahre her, dass ich es gelitten habe. Aber die Vereinfachung, die drin ist, also eine Sache, die mich immer gestört hat, waren diese ganzen Zustände, die man dann stückweise wieder abbauen muss und so weiter. Da kriegst du jetzt da einen Maloswürfel und da einen Maloswürfel. Und das haben sie tatsächlich ein bisschen vereinfacht. Das finde ich gut. Ich glaube, also ich werde mir Savage Hexen tatsächlich mal angucken, weil dann muss ich nicht wieder ein neues Regelwerk lernen. Genau. Und Savage Worlds Regeln mag ich ja insgesamt doch ganz gerne. Ja, ich habe mir mal das zugelegt für Solomon Kane. Dann hatte ich überlegt, da kann ich dann ja Hexen mitspielen. Aber dann war mir das zu kompliziert, sag ich mal. Ja, das stimmt, Solomon Kane. Solomon Kane kenne ich tatsächlich nur diesen mittelprächtigen Film, den ich mal gesehen habe. Er ist aber nicht so sehr in meinem Gedächtnis geblieben, dass ich jetzt sage... Die Geschichten und die Romane sind nicht schlecht. Und weißt du, wer sie geschrieben hat? Aktuell nicht. Wahrscheinlich, wenn du mir den Namen sagst, dann komme ich drauf. Ah ja. Also der gleiche, der Conan geschrieben hat. Mhm. Okay. Gut, ich glaube aber, das sind wir mit Hexen soweit so gut. Ja. Wenn wir schon mal im Thema sind. Ja, dann bleiben wir jetzt auf der Insel, ja? Wir bleiben auf der Insel. Ich habe jetzt allerdings die deutsche Crowdfunding-Seite genommen. Du hast das englische Crowdfunding vermutlich mitgemacht. Ja. Deswegen hast du deins auch schon und ich muss noch warten. Genau so ist es. Genau, Vaisen. Also Vaisen ist ja im Ursprung von Fria Ligan, also ein schwedisches Rollenspiel, was wie die meisten von Fria Ligan das W6-Pool-System bedient. Wenn es jetzt hier gleich scheppert oder irgendwas durchs Bild läuft, dann ist das meine Katze. Ich bin mir nicht so sicher, was die hier plant. Jetzt meine Katze liegt auf der Fensterbank. Ja, meine ganz läuft faul. Jetzt hier um meine Füße und ich weiß nicht warum.
Wir gucken mal. Im Zweifelsfall, Katzen geben ja immer Klicks im Internet. Also wenn was ist, wisst ihr Bescheid. Genau, Wesen. Ich habe gebackt. Uhrwerk hat da knappe 50.000 zusammengekriegt. Ich habe schon aber die anderen Wesen-Sachen. Nee, nicht nur, nein, nicht nur von mir. Ich habe schon die anderen Sachen. Jetzt rennt sie tatsächlich. Na gut, es ist jetzt auf meinen Computertisch gehüpft. Mal gucken, ob sie noch ins Bild kommt. Auf jeden Fall, ich mag Wesen. Ich habe es bis jetzt 3 oder 4 Mal tatsächlich geleitet. Mhm. Einmal oder zweimal dieses Standardabenteuer aus dem Heft mit dem Hexenhaus oder mit dieser Hexenkneipe. Das fand ich sehr schön. Und dann eins, wo sie auf die Insel müssen, um rauszufinden, warum der eine Pfarrer verschwunden ist. Und ich durfte es auch schon mal spielen tatsächlich, was so ein bisschen, wir mussten so ein bisschen durchhetzen, weil wir halt nur 2x2 Stunden hatten. Das war ein bisschen schade. Man hätte da wahrscheinlich ein bisschen mehr ausspielen können. Mhm. Ich mag das Regelwerk. Ist halt auch W6-Pool-System mit wenig Poolwürfeln. Also Coriolis bietet insgesamt deutlich mehr Poolwürfel, wenn du es drauf anlegst. Ist aber ein Kickstarter, wo ich von nicht ausgehe, dass der nächstes Jahr ausgeliefert wird. Wo ich mich sehr darauf freue, wo ich auch echt Lust habe. Und es ist für mich so ein klassisches, ich spiele das auf irgendwelchen Cons. Mhm. Abenteuer. Also so. Ich finde Wesen auch immer super. Ich habe es auch schon mehrfach geleitet, auf Deutsch und auf Englisch. Auch Highlight waren wahrscheinlich The Song of a Falling Star, das Lied des fallenden Sterns. Na, das fand ich richtig gut. Dann haben wir im Wintermärchen gespielt, auf der Conspiracy, da gibt es auch eine Aufnahme zu auf meinem Kanal. Erst kürzlich habe ich ein anderes Abenteuer in Britannien geleitet, aber das kann ich aus dem Regelwerk. Ich höre und auch zu. Das ist richtig gut. Ja, da, guck mal. Zeig dir einmal ins Bild, so Monsi. Guck mal, da bist du und jetzt gehst du bitte woanders hin. Geh zu deiner Mutter. Katzen. So. Ja, ich hole jetzt nicht meine Katze von der Fensterbank, sonst wird sie garstig. Ja, wenn die nicht angekommen wäre, hätte ich das auch nicht gemacht. Abgesehen davon ist es ja nicht meine Katze, offiziell gehört sie meiner Tochter. Ach so. Deswegen. Ihr kümmert euch nur drum. Ja, also die Katzen suchen sich ja aus, jetzt wird sie rausgelassen. Katzen suchen sich ja aus, wo sie hinwollen. Mhm. Und momentan ist sie halt sehr viel bei uns. Ja, genau. Wesen, sehr cool. Was vielleicht kurz zusammenfassen. Warte mal ganz kurz. Wesen, genau. Was gibt es denn an Wesen? Lass uns das eben noch mal kurz durchgehen. Also das britische und Britannien und Irland ist ja das aktuell letzte, glaube ich, ne? Ja, es gibt ganz viel. Also mittlerweile, es gibt erstmal dann natürlich das Ursprungsbuch, das habe ich gerade hier stehen. Genau. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, habe ich. Sieht in Deutsch etwas anders aus. Ich muss mal gucken, ob ich es aus dem Regal. Das ist nicht das Regelwerk, sondern das ist tatsächlich das Werk von Eggerkranz, in dem er über Wesen allgemein gesprochen hat. Und dann hatten sie das kennt man aber viele Grafiken. Ah ja, stimmt. Das kommt, die Grafik, ja, sieht zumindest der Stil sieht sehr ähnlich aus. Das ist ein Buch, aber er hat es geschrieben eigentlich als Buch für Kinder, als Buch zum Erzählen, zum Spaß haben, auch in Leinen gebunden, richtig schön gemacht. Das ist nicht von Frelig rausgebracht worden, aber das hat das Rollenspiel inspiriert. Ah, ja, er hat auch ein Buch über nordische Götter und die Untoten gemacht. Also wenn man die kriegen kann, die sind gar nicht so leicht zu kriegen heutzutage. Dann gibt es das Regelwerk, dann gibt es Seasons of Mystery, dann gibt es wie heißt denn das? Wicked Secrets and Other Mysteries. Also, weiß nicht, wie die alle auf Deutsch heißen. Da musst du mir aushelfen. Ich gucke gleich mal nebenbei. Das finde ich bestimmt nebenbei raus. Und relativ frisch. Das gibt es auch noch nicht auf Deutsch. Aber ich glaube, wir spielen es gerade bei Zeitiger. Wir fangen gerade damit an. Die Sage des verlorenen Berges, Lost Mountain. Genau, wobei das glaube ich auch. Also, die haben eigentlich gesagt, die wollen alles auf Deutsch machen. Ja, so, denke ich schon. Jetzt müsst ihr euch nicht wundern, jetzt seht ihr die Uhrwerkseite. Ich kriege kein Geld von denen, aber ich muss einfach mal gucken, was es an Wesen gibt. Und dann seid ihr jetzt quasi live dabei. Genau, also einmal das Grundregelwerk, dann gibt es gottlose Geheimnisse und andere Mysterien. Und das ist dann gibt es halt das, was demnächst beim Kickstarter rauskommt. Denn das ist das, ja hier das ist mit dabei, ne? Mystic Blüten und ja genau, das gibt es auch. Das ist im gleichen Kickstarter auch hier mit erschienen. Also es war zusammen ein Abenteuerband und der Settingband für Großbritannien. Genau, ich bin auch sehr gespannt, wie der Settingband für Großbritannien so wird. Ich mag Wesen deutlich, also ich habe schon Vergleiche mit Cthulhu gehört. Ich finde Wesen deutlich, ich mag das deutlich lieber. Ich leite das wesentlich lieber als Cthulhu, weil es halt so ein bisschen, ja, du kannst auch Ausfälle haben und so weiter, du kannst auch wahnsinnig werden, aber es hat nicht so sehr den Fokus drauf, wie Cthulhu das hat. Nee, ich finde das auch super, von der Regelmechanik her ist es sehr ähnlich wie Tales from the Loop.
Und das finde ich persönlich ist immer noch eins der allerbesten Systeme überhaupt. Deswegen finde ich das klasse, dass sie so nah dran geblieben sind. Ich habe es kürzlich auf der Conspiracy geleitet als Uhrwerk-Support-Runde, wie gesagt. Und da kam am Ende zum Teil dann wirklich, ja, das Cthulhu hätte das besser gekonnt bei einigen Leuten. Ne? Aber bei anderen, die waren dann ganz angetan davon. Also Genau. Das Rollenspiel ist Geschmackssache und ich bin sehr froh, dass wir, es gibt wenig Märkte, glaube ich, die so viel durchmischt sind wie Rollenspielmärkte und das ist sehr schön, man kann sich das raussuchen, was man haben will. Genau. Gut, haben wir